Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Freunde. Team Freekickers vs. Team YouTube Allstars. Ich bin jetzt hier gerade im 11 Team Sports Laden in Köln. Wir kriegen gleich Schuhe, Trikots, alles personalisiert. Auf meinen Schuhen wird sogar eine Argentinien-Flagge sein mit der Nummer 10. Ey, ich bin so hyped, Digga. Ich freue mich mega. Schaut mal, wer hier schon alles da ist, Leute. Meti, Digga. Was geht ab? Was geht? Lange schon mal gesehen, Mann. Alles gut? Ja. Also, Leute, den kennt ihr auch schon. Haben wir auch schon Videos aufgenommen. Yannick, Fedi waren auch am Start, Jungs. Einige kenne ich noch nicht, lerne ich noch kennen. Laufen wir mal jetzt einmal durch den Laden, Digga. Wo ist die Barsabteilung? Hier sind schon ein paar Zuschauer am Start. Auf ganz gechillt, bisschen Fotos machen und so weiter und so fort. So, Leute, wo ist Barsabteilung? Und Realtrikots muss ich eigentlich auch verbrennen hier, Spaß. Ey, was geht ab, Digga, Julius? Alles gut? Lange nicht mehr gesehen. Ja, lange nicht mehr gesehen, ne? Servus, was geht? Escabas, Nemesis-Schuhe. Natürlich, Messi-Schuhe müssen am Start sein. Tschüss, oh mein Gott, sieht die geil aus, Leute. VW10. Digga, was für geile Schuhe sind das denn bitte? Vielen, vielen Dank an Adidas für die Schuhe. Konzi, was geht ab? Servus. Servus. Danke für die Einladung, ne? Ja, ich hatte ja Lukas eingeladen. Achso, Lukas. Wenn es bei mir geht, würde ich das Oh, oha, Alter. Jungs, er hat absolut das falsche Shirt. Nein, Mann, das ist das richtige Nein, Shirt. Mann. Wir spielen gemeinsam im Team, ne? Ja, ja. Yeah. Ich passe keinen einzigen Ball zu, Digga. Wasser. Wie heißt du? Pascal. Mit C, oder? Ja. Ehrenkameramann, Digga. Felix auch am Start. Der akzeptiert heute einen Partner von mir. Ach. Hallo, servus. Servus. Oh, Leute, hier sind die Barca-Trikots. Müssen wir uns mal eins mitschlafen. Das habe ich noch nicht zu Hause. Hier ist sogar eine CR7-Jacke. Die sieht sogar echt fresh aus. Auch als Messi-Fan mag ich Ronaldo, ihr wisst ja. Das werden unsere Trikots sein. Da muss ich auch noch gleich mal unterschreiben hier. Spideys Unterschrift, Potatos sind heute auch am Start. Hier? Passt. Hallo. Servus, was geht ab, Digga? Na, bitte kein Video. Was für ein Kapitän-Battle hatten wir bitte? Bro, ich hab auch für dich gewotet. Ich hab so geschwitzt. Bro, du hast mit deinen ganzen Freunden gepostet, Digga. Ich hab direkt Marcel geschrieben. Ich so, Marcel, helf mal! Ja, Leute. Stand 50-50, Alter. Rotat ist auch am Start. Pascal ist auch da. Er muss uns heute im Rucksack haben, Digga. Leute, ich habe übrigens nur 2 Stunden gepennt. Ich bin um 3:30 Uhr aufgestanden. 6:30 Uhr war Abflug. Aber egal. No excuses. Ich habe gerade eben erfahren, dass ich am Anfang im Sturm spiele mit dem Bene zusammen. Wir sind das Duo. Suarez, Messi, ihr wisst Bescheid. Ja. Ich gönn mir jetzt erstmal was zu essen, Digga, noch gar nichts. Ich hab nicht einen einzigen Kühl gegessen. Kreuzbandriss ist heute sowieso schon vorprogrammiert, aber ich will wenigstens nicht umkippen. Der Bene und ich fahren jetzt zum Stadion bei Viktoria Köln. Let's go! Ach ja, gut, alte C-Klasse. Wir sind jetzt angekommen bei Viktoria Köln. Ich zeige euch direkt das Stadion. Wir sind einfach richtig wie so Profis durchgelassen worden von so Securities. Ja, ja, wir sind Spieler. Wir sind auch über 2 Stunden vor Anpfiff schon da. Ja, Mann. Bisschen Profi-Feeling heute hier in dem kleinen Stadion. Nachwuchsleistungszentrum. Hoffentlich sehen mich ein paar Scouts wenigstens, damit sich die Anreise gelohnt hat. Da ist ein Platz, da ist das Stadion. Getränkestände, Essensstände für die Zuschauer am Start, die auch kommen. Die ganzen Erlöse gehen auch für einen guten Zweck raus. Das ist ein Benefizspiel, Freunde. So, und hier ist der heilige Rasen, Mann. Nice. Und auch hier die Tribüne. Ey, aber der Rasen ist echt sehr gut, ne? Klar, ein paar Löcher, aber der Rasen sieht super aus. Die Bank droht mir Gott sei Dank nicht von Anfang an, da ich ja zum Kapitän gewählt worden bin. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gebe mein Bestes, zumindest motivationstechnisch, aber auch spielerisch natürlich auch. Ich muss übrigens 10 Minuten vor Abpfiff leider schon zum Flughafen, Leute, weil ich sonst den Flieger verpasse. Aller CR7 muss ich ein bisschen früher aus dem Stadion, aber nun gut. Wir müssen wieder Interviews geben nach dem Spiel. Servus. Anton, was bedeutet Ihnen der Hattrick heute? Ja, das ist Nebensache. Das Wichtigste ist, dass wir die 3 Punkte eingefahren haben. Aber natürlich freue ich mich über die 3 Tore. Keine Fragen mehr, oder? So. Da ist unsere Kabine. Uff, alles vorbereitet. 96, ja, okay, das ist nice. Liska 96 Barca, Leute. Und die Kapitänsbinde sogar schon. Nice. Haben wir Loris auch im Team, oder was? Hast du die 100? Nein, so. Wie geil ist das bitte? Diese Schuhe, dieses Trikot. Schauen wir mal von vorne. Ich laufe gerade genau unter den Tribünen. Hier werde ich mich dann vom Spiel warm laufen. Kappa. Oha, die übertreiben komplett, Digga. Die steigen ja richtig mit Massage und so. Oha, du spielst nicht bei uns mit.
du Verkäufer! Mich so gefreut, dass ein U19-Bundesligaspieler bei uns im Team ist, aber nein. Salso und ich dehnen jetzt schon die Schuhe aus, Leute, damit die ein bisschen bequemer werden. Wir haben sogar noch solche langärmeligen Wärmeshirts bekommen, Leute. Zwei Stück sogar für erste und zweite Halbzeit. Richtig professionell. Absolut Schienbein schon mal vergessen. Egal, Digga. Ich zieh mich jetzt um. Spaß bei der Timelapse. Ich musste kurz dort nicht umziehen, weil mein bestes Stück wollte ich euch jetzt nicht in der Timelapse zeigen. Wenn ich mich jetzt ausziehe... Ja, Bro, ich wollte Timelapse machen. Du musst weg. Nur noch die Schuhe müssen gebunden werden. Meti ist übrigens unser Trainer und Torwart gleichzeitig. Er macht gleich die Ansprache. Wir spielen einfach mit originalen Champions League Bällen. Geil. Ja, Mann. Ich darf ja das heute hier übernehmen. Ist mir eine Ehre. Wir sorgen dafür, dass es hoffentlich sowas noch mal zu geben wird. Und das sollte der Anreiz sein. Nicht irgendwie vorschießen oder sonst was. Wir sollten schon das zeigen, wofür der Fußball steht. Ich würde jetzt einfach mal die Aufstellung auch anschreiben. Wir spielen 4-2-3-1. Es geht raus zum Aufwärmen. Das Spiel wird auch im Livestream übertragen. Und dann kann ich die Datei nutzen, auch für mein Video, Leute. Weil während dem Spiel kann ich logischerweise nicht filmen. Was geht ab, Jungs? Alles klar? Ja. Alles klar? Alles klar? Wie mache ich denn das jetzt, Leute? Ich bin der Einzige gefühlt, der irgendwie am Vloggen ist, Digga. Mit Kamera kann ich jetzt nicht mich aufwärmen. Das letzte Mal, als ich so ein Spiel hatte, war mit 14, also vor über 8 Jahren. So Leute, wir springen auch schon direkt ins Game. Hier seht ihr die Aufstellung von den Freekickers. Auf jeden Fall einige Kracher dabei. Pascal, U-Skill, U19-Spieler, dann der Felix, Oberliga, einige Fünftligaspieler, Lukas, auch sehr talentiert. Hier seht ihr gerade auch unsere Aufstellung im Hintergrund. Ja, ich habe die euch sowieso schon im Vlog alle vorgestellt. Und ja, hier komme ich auch schon rein. Wir wurden alle hintereinander aufgerufen. War auf jeden Fall richtig fresh hier mit der Kapitänsbinde. Ich wollte die eigentlich nur, um ein cooles Insta-Pick rauszuhauen. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin ein riesiger Messi-Fan. Messi ist auch Kapitän, deswegen dachte ich mir, komm Anton, das Insta-Bild darfst du dir nicht nehmen lassen. Und ja, ihr habt mich auch dazu gewotet. Vielen Dank nochmal hier bei der Platz- bzw. Wer den Anstoß hat. Wahl mit Konzi und ja, ich habe mich dann für die linke Seite entschieden, von links nach rechts in der ersten Hälfte, hier noch das obligatorische Mannschaftsfoto unten links. Leute, ich habe mich richtig gefühlt wie so ein Film, Digga. Einfach ein richtiges Fußballspiel. Ich habe das letzte Mal so ein Spiel vor 8 Jahren gehabt, als ich 14 oder so war. Ja, hier gerade eben habt ihr meinen ersten Ballkontakt gesehen, da haben wir probiert einen Doppelpass zu machen. Und ja, ich habe die Ecken ausgeführt, hier auch schon die Ecke, kam sie an, na, nicht ganz, aber wir sind wenigstens im Ballbesitz geblieben. Und ja, erste Halbzeit von mir, ihr seht's auch gleich, Leute, war jetzt nicht überragend. Ich habe auch kaum den Ball gehabt, hier dachte ich, okay, komm, mache ich wenigstens Einwurf. Die Jungs meinten, nee, Anton, geh du vor. Dann dachte ich auch schon wieder, okay, das war's auch schon wieder komplett. Und hier, Leute, zack. Olé. Was soll ich dazu noch sagen, ja. Einfach einen Panner kassiert. Ja, Freunde. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 Spieler, die den Panner kassiert haben, 90 Minuten. Ich natürlich war einer von denen. Ja, hier nochmal ein kleiner doppelter Doppelpass, Leute. Ich kann es selber schon gar nicht ernst nehmen. Ich war froh, wenn ich überhaupt einfach einen kleinen Pass an den nächsten Mann gebracht habe. Und ja, das war's auch schon wieder mit mir in der ersten Halbzeit. Meti hat mich zwar hier ein bisschen gelobt, aber... ja, ich habe hier eine kleine Verschnaufspause bekommen und in der zweiten Halbzeit kam ich dann auf jeden Fall dann nochmal rein. Es ist Halbzeit, 1-0, Holzi hat das Ding gemacht. Ich wurde in der 25. ausgewechselt, nachdem ich einen Panner kassiert habe, kann man nichts machen, aber ich komme jetzt in der zweiten Halbzeit wieder rein und ja, da muss ich ja schon leider kurz vor Abpfiff los. Jetzt nochmal alles geben, Leute, vielleicht diesmal keinen Panner mehr kassieren. Hier übrigens noch ein paar coole Bilder vom Fotografen, bevor es weitergeht. Hier mit Pascal, Freunde, der U19-Bundesligaspieler, haben wir ein paar Späßchen gemacht. Hier ein kleines Foul noch von Lukas an Hansus, da musste ich natürlich als Kapitän einschreiten. Und ja, hier sind wir alle focused in den Katakomben. Die Jungs haben sich hier gefreut, einem einfach kurz die Hand abzuklatschen. Richtig, richtig süß. Da sieht man mich auch noch im Hintergrund. Und hier noch das Mannschaftsbild, Leute, mit der Binde. Ich zeige euch jetzt hier mal unser Tor zum 1-0, Leute. Zack, langer Ball mit dem Kopf verlängert, in den Rückraum gespielt. Und Holzi, der für mich reinkam, macht hier das 1-0. Richtig, richtig fresh, Alter. Und ja, Leute, allgemein die ganzen Spiel-Highlights seht ihr dann auf den anderen Kanälen oder einfach die Wiederholung anschauen auf dem Team Freekickers-Kanal. Hier habe ich wieder den Anschluss gemacht in der zweiten Halbzeit, weil ich wollte euch jetzt einfach nur meine individuellen ja, Situationen quasi zeigen im Game, weil sonst wäre das viel zu lange jetzt hier gewesen. Hier habe ich euch aber auch das 1-1 gezeigt noch und ja, hier habe ich wieder den Ball. Bisschen Übersicht behalten, Passweite gespielt, Dreieck gebildet, Tiki-Taka, Leute, ihr wisst Bescheid, à la Barcelona. Easy peasy. Hier bekomme ich jetzt nochmal den Ball, spiele ihn aber nicht ganz sauber zurück, aber ja, Ansätze waren da auf jeden Fall dann vorhanden in der zweiten Halbzeit. Hier leite ich ihn wieder weiter in den Lauf und zack, hier auch nochmal direkt weitergeleitet.
Ja, solche Aktionen hatte ich dann halt hauptsächlich in der zweiten Halbzeit. Hier bin ich auch in der Mitte am Ball. Zack. Ich habe so die Busquets-Rolle übernommen und ja, das war's dann auch schon wieder mit mir in der zweiten Halbzeit, Leute. Aber ich hatte auf jeden Fall mega Spaß, darum ging's. Ihr seht's auch hier, es ging am Ende tatsächlich ins Elfmeterschießen und Mete hat den hier einfach rausgekratzt. Richtig, richtig krass. Aber wenn ihr wissen wollt, Leute, wie es ausging, gönnt euch die Wiederholung, schaut euch die anderen Videos auf den anderen Kanälen an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir hat's mega Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte und ciao, ciao.